Es ist ein Erinnern. Die fehlende Information ist nicht fehlend, sie ist nur vergessen. Wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die sehr stark vom Materialismus geprägt ist. Letzten Endes ist es so, wir definieren uns jede Sekunde unseres Lebens. Die Frage ist, dient es uns zu unserem höchsten Gut oder dient es uns im Schmerz? Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Andreas Goldemann, nämlich Intuitiv- und Geistheiler. Das ist so deine Passion. Herzlich willkommen, lieber Andreas, schön, dass du bei uns bist. Hallo Matthias, ja, ich freue mich auch mächtig, dass ich hier dabei sein darf. Ganz herzlichen Dankeschön. Ja, wunderbar. Was ist denn ein Intuitiv und ein Geistheiler? Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen damit erstmal gar nicht so viel anfangen können mit diesen Begriffen. Du, als Intuitiv bin ich einfach ein hochempathischer Mensch. Ich nutze meinen Körper, mein Bewusstsein, um einfach zu spüren, wenn was nicht in der Ordnung ist. Das tue ich schon seit ich Kind bin, sehr, sehr deutlich. Und ja, dann gibt es eben Intuitives, die spüren nur und manche können auch noch Impulse geben, eben um etwas zu verändern. Und ich gebe halt dann auch über meine Art von Soundheilung im energetischen Bereich, im frequentiellen Bereich Impulse, dass sich der andere wieder mehr zu sich zurückbesinnt. Und deswegen kann man sagen, ich bin ein lebendes Erinner mich. Und helfe Menschen, sich an ihre Vollständigkeit zu erinnern. Das mache ich seit 25 Jahren mit gutem Erfolg in vielen, vielen Ländern. Ja, und bin jetzt ja, seit 2016 hauptsächlich online am Arbeiten, weil wir gemerkt haben, dass wir damit viel mehr Menschen erreichen können. Wie jetzt immer bloß auf der Bühne zu stehen und ein Event zu haben oder so. Das heißt, du arbeitest mit Klängen. Unbedingt, ja, mit meiner Stimme. Ah, mit deiner Stimme. Ah, spannend. Okay. Ja, das heißt also, du nutzt deine Stimme, um Menschen in so eine Art Entspannungszustand oder Trance zu bringen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich verkörpere über meine Stimme die Lösung, die der andere abfragt. Es ist ein intuitiver Channel-Prozess. Das heißt, wenn jemand heute Probleme hat, und ich arbeite heute hauptsächlich mit Gruppen von Menschen, ich adressiere eine Problematik auf einer emotionalen Ebene, weil wir alle speichern Emotionen über den Lauf unseres Lebens. Und dann verkörpere ich die Lösung, also das Gegenteil davon, von der Problematik, und stelle sie in den Raum. Und gibt die Information einfach in den Raum ab. Und in dem Augenblick, da der andere sich wirklich tief drauf einlässt, kann die Lösung gleich direkt durchgehen. Also man kann sich das so vorstellen, dass halt eine fehlende Information in das System der Menschen gelangt, oder? Es ist ein Erinnern. Die fehlende Information ist nicht fehlend, sie ist nur vergessen. Und das ist ein großer Unterschied, weil dein Sein ist vollständig. Du selbst bist vollständig. Nur wenn du jetzt irgendwelche Probleme erfahren hast, weil du einen Unfall hattest oder weil du bestimmte Glaubenssätze, Emotionen verankert hast, dann ist der, warte mal kurz, bis er vorbei ist, ist der fehlende Bereich im Prinzip dir nicht mehr zugänglich, weil deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein komplett auf einer anderen Ebene arbeitet. Und was ich mache, ist, dass ich dich wieder in den Theta-Bereich führe über meine Stimme. Und gleichzeitig eben eine Lösung verkörpere. Ich habe eine sogenannte Theta-Stimme. Das ist etwas, das eine Stimme, die über die Frequenz dich vom Gehirnfrequenzbereich in einen Theta-Zustand bringt. Das ist ein Traumzustand. Und in diesem Traumzustand ist dein Unterbewusstsein gut zugänglich. Und so kannst du die Aspekte, Anteile wieder hochholen, die wichtig sind in deinem Leben, die du jetzt gerade im Zusammenhang mit dem, was wir gerade arbeiten, benötigst. Und das ist das, was ich ja, wie gesagt, schon seit Jahren tue. Und magst du mit uns teilen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu machen? Das ist ein bisschen anders. Das habe ich schon als Dreijährige gemacht, sehr unbewusst. Als dreijähriges kleines Kind so gesungen, wie ich heute singe. Ich arbeite mit einer sogenannten Seelensprache und ja, gehe einfach in einen Flow, in ein Channeling hinein. Und wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist, dann lasse ich mich auf mich ein, auf die Ordnung, die ich in mir spüre. Und als Kind habe ich das wahrgenommen, wenn die Erwachsenen so wirklich im Stress waren miteinander. Wir hatten eine sehr gut funktionierende Familie, nur manchmal ist ja klar, dass trotzdem Spannungen entstehen. Also die Großeltern waren sehr stark bei uns
involviert, weil meine Eltern selbstständig waren. Die waren froh, wenn sie auch mal sagen konnten, hey, nehmt ihr mal die Kiddies. Und ja, auch Onkel und Tanten, da war wirklich so ein guter Familienverbund da für einen Zeitraum X. Also kann sagen, von meinem ersten Lebensjahr habe ich ihn wahrgenommen bis zum 8., 9. Lebensjahr. Dann gab es eine Scheidung, da war natürlich viel Stress. Dann war auch die Wahrnehmung weg. Und wir Kinder, als Kinder sehen wir Energie. Wir nehmen Energie sehr deutlich wahr. Also man guckt jemand an, man hat wirklich das dritte Auge und die Zirbeldrüse noch richtig funktionierend und offen. Und in dem Augenblick, wo du den anderen siehst, siehst du normalerweise die halbe Aura oder die ganze. Mhm. Und das ist eben das auch, was ich als Kind gesehen habe. Und habe die Erwachsenen immer angeguckt und habe gesagt, okay, die Farbe stimmt gar nicht. So. Und dann, ja, dann habe ich halt getönt. Einfach aus dem Tun heraus. Ohne zu denken. Ich wusste ja auch damals nicht, was ich tue. Natürlich auch mit einer anderen Stimme. Und ja, mir wurde immer nachgesagt, ich wäre irgend so ein alter Araber oder Hebräer, was sich so ähnlich anhört. Und wie haben denn die Erwachsenen darauf reagiert, dass du getönt hast? Am Anfang war es ein bisschen komisch. Später, mein Gott, das war halt so. Das irgendwie heißt, haben die das registriert? Haben die... Ich weiß, dass meine eine Oma es registriert hat. Der Rest hat mich als sonderbar abgetan. Hat dann nicht mehr so reagiert, aber hat irgendwo sich doch auch gerne da aufgehalten, wo ich war. Ja, okay, interessant. Ja. Mhm. Da ist so ein serener Zustand. Serene ist das Wort auf Englisch, so ein gleichmütiger, tiefer, ausgedehnter Zustand, den ich anscheinend eingenommen habe, um einfach bei mir zu sein. Ich habe mich dadurch im Prinzip wieder in mich selbst zurückgeholt durch das Tönen, von der Beobachtung weg. Und habe gleichzeitig einfach, ja, ich war einfach in einem Ich-Bin-Zustand. Dieser Ich-Bin-Zustand ist so ein Geheimnis, wenn jemand in unserem Raum ist und wir fühlen uns selber nicht wohl. Und jemand ist ganz tief bei sich, dann lädt er die anderen ein, dorthin zu kommen. Das ist auch zum Beispiel bekannt aus dem Aikido oder anderen Kampfkunstformen oder auch Heilformen, dass wenn einer in der Ruhe ist, dass er den Raum im Prinzip durchstabilisiert. Ja. Und dann auch keine negative Intention mehr gehalten werden kann. Voraussetzung natürlich, die Person hat ein bisschen Kraft in ihrem Energiefeld. Wenn es jemand ist, der keine Kraft hat, dann ist er eh nicht wirklich da. Ja. Und wie bist du dann dazu gekommen, dieses Tönen als Beruf zu wählen und damit ganz bewusst zu arbeiten? Das hat vor ca. 25 Jahren stattgefunden. Ich habe mich ich habe ja schon gesagt, dass ich im Alter mit der Scheidung den Zugang verloren hatte. Mit 22 hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung, die erste außerkörperliche Erfahrung meines Lebens, in dem ich mich mit einem Mini dreifach überschlagen hatte. Hatte ich von einem Freund eine Mini geliehen und kam auf eine Wasserplatte Aquaplaning ab den Acker gesegelt. Und da war ich außerhalb des Autos, während mein Körper noch drin war. Und das hat mich ziemlich, ja, verwirrt am Anfang. Einerseits war ich verwirrt, andererseits war es natürlich, was da passiert ist. Und ich konnte es nicht zuordnen. Das Ganze habe ich dann nochmal mit dem Motorradunfall gehabt. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Im Alter von 28 habe ich mich intensivst beschäftigt mit dem Thema außerkörperliche Erfahrung, luzider Traum. Und habe mich da eingearbeitet und über die Traumebenen, eben im luziden Traum, wo ist mein Potenzial, wie kann ich mehr zu mir finden, was ist denn überhaupt meins, kam ich wieder zu dieser ganzen Geschichte zurück. Habe dann angefangen mit Matrixarbeit. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat in seiner Struktur durch einen Unfall, eine Verletzung, eine OP, dann habe ich in der Matrix, in der Blaupause der Person, die Sachen wieder gerade gestellt mit Bewegung und Verbindung über das feinstoffliche Feld und dann fühlte sich die Person wieder vollständiger. Zum Beispiel, wenn eben eine Amputation stattgefunden hat oder sonstiges. Das war der erste Bereich und die Stimme kam später dazu dann wieder. Also ich habe da mich intensivst durchgearbeitet, war in meiner Arbeit in 28 Ländern. Habe allein 22 Staaten in Amerika besucht mit vielen Schamanen, Naturvölkern und Medizinleuten zusammengesetzt, Ärzten, Therapeuten, habe mich durchgearbeitet durch die ganze Geschichte, um mehr zu verstehen, um aber auch dann zu lernen, dass ich erstmal gar nicht wusste, was ich selber tue.
Also heute, wie ich es erklären kann, dass ich einen Lösungszustand darstellen tue, das war mir bis vor 5 Jahren nicht so wirklich bewusst. Ich habe es getan, aber ich wusste nicht, was ich tue. Es ist einfach geschehen. Ach so, und jetzt kannst du es genau beschreiben, was passiert. Im Verständnis, ja, heute kann ich es beschreiben, dass ich es einfach in mir spüre, durch mich durchlasse und in den Raum stelle. Und das eben über Ton und Bewegung. Und ja, das ist das halt, was dann geschieht. Für mich ist es wie Atmen, und das habe ich über meine Traumebenen wieder erfahren, über den luziden Traum. Für mich ist das der beste Zustand, um abzufragen, wo unser Potenzial ist, weil wir sehr egofrei ist. Im luziden Traum bin ich nicht wie in einer außerkörperlichen Erfahrung absolut vom Bewusstsein gesteuert, sondern bin auch mal nicht so klar. Und wenn ich dann diese Sachen probiere, die ich dort erfahren habe, dann hat das immer funktioniert. Das war sehr spannend für mich. Also alles, was ich jemals geträumt habe in den Lösungszuständen, wenn ich was erfahren wollte, für mich selbst im Schlaf, also ich habe mich dann nachmittags hingelegt, habe bewusst Sessions gemacht mit mir selber, hat immer funktioniert. Es gab kein einziges Mal, dass das, was ich abgefragt habe und gezeigt bekommen habe, dass es nicht funktioniert hat. Hast du da ein Beispiel dafür? Wie gesagt, also wenn es jetzt darum ging, was macht man mit einem Knochen, damit der wieder besser heilt, oder wie kann ich eine Information in den Körper hineinbringen, dass sich eine Emotion oder ins Feld hineinbringen, dass sich eine Emotion löst. Weil eine Emotion ist eine bestimmte Frequenz, eine Schwingung, die sich mit Gewebeschichten mit der gleichen Frequenz verbindet. So geht zum Beispiel Trauer in die Niere. Trauer hat ein sehr hoch, sehr niedrig schwingendes Profil. Die zieht das Leben raus, die nimmt Leben weg und geht natürlich genau in den Nierenbereich hinein, weil die hält uns im Prinzip am Leben. Die Niere speichert unsere Lebensenergie, das Haupt-Chi. Und in dem Augenblick, wo Trauer da ist, fließt keine Energie mehr in die Nieren. Und wenn man das dann rausspielt, wenn man die Trauer herausnimmt, wirklich durch die Trauer zurück ins Leben kommt, also auch ganz bewusst einen bestimmten Prozess durchgeht, dann öffnet sich plötzlich dieses Portal wieder, dass wir wieder richtig gehend Energie zu uns nehmen können. Das habe ich mir halt einfach zeigen lassen. Und so ging es halt auch in dem Bereich, dass wir müssen jetzt unterscheiden. Da ist der luzide Traum, in dem ich schlafe. Und da ist der luzide Traum, in dem ich jetzt gerade mit dir rede. Also wir sind jetzt hier gerade bewusst hier in diesem Gespräch. Gleichzeitig laufen aber hier verschiedene Ebenen ab, in denen wir trotzdem multidimensional verbunden sind. Und wenn ich Zugang zu diesen Ebenen habe, dann kann ich mir verschiedene Sachen angucken und kann die Information rauslesen. Das ist auch ein luzider Traum. Und genau das ist das, was ich jetzt zum Beispiel verwende, wenn ich heute eine Session mache zu einem bestimmten Thema. Mal angenommen, wir nehmen die Halswirbelsäule, den Atlaswirbel, und ich gucke mir dann an, okay, Glaubenssystem, wie ist der Mensch dem Leben zugewandt, positiv, negativ, was arbeitet hier noch rein, merke ich plötzlich, okay, hier vorne, Hypophyse, macht vollkommen da mit. Aber die Information zur Hypophyse, die kommt nicht aus meinem Wissen heraus, sondern aus der Traumebene. In Verbindung sich aufmachen, eben hier. Und dann probiere ich, dann spiele ich damit. Und plötzlich, wumm, kriegen wir tiefste Veränderungen bei den Teilnehmern und wunderschöne Ergebnisse im Leben anderer Menschen. Das ist eben das, was ich getan habe über die letzten, ja, sag ich mal grob, intensivst über die letzten Jahre seit 2016, haben wir diese Kurse entsprechend entwickelt, damit wir Menschen eben helfen können. Und das Interessante ist ja dann auch, dass du merkst, dass auch Video, obwohl du es vorher aufgezeichnet hast, wirkt, weil du in einen zeit- und raumlosen Bereich hineinarbeitest, wo einfach nur die Information als ein Feld, als ein Bewusstseinsfeld zur Verfügung steht, in das du eintrittst. In dem Augenblick, da du dich damit beschäftigst, da fangen die größten Veränderungen schon an zu wirken. Mega spannend. Ja, und welche Erfahrungen, Veränderungen passieren also bei den Teilnehmern, bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Hast du da mal vielleicht ein interessantes Beispiel für uns? Ja, wir haben tausende von Beispielen gesammelt. Wir haben über die Jahre mit sprichwörtlich hunderttausenden Menschen gearbeitet, über kostenfreien wie kostenpflichtigen Beitrag, und haben tausende von Erfahrungen gesammelt, wo Menschen sagen, ja, ich habe jetzt einfach wieder mehr Zutrauen zu meinem Körper, das ist mal auf der psychischen Ebene.
die sagen, ja, ich habe plötzlich mehr Kraft, wieso gibt mehr Energie, ja, dass sich einfach mehr Energie ergibt. Oder eben auch mehr Resilienz, dass man sagt, okay, ich stehe mehr zu mir selbst und das ist für mich der wichtigste Teil. Dass der Einzelne wirklich zu sich steht, in einem tiefen Prozess der Selbstliebe ist und sein Potenzial richtig ausschöpft. Mal abgesehen davon, und das darf ich nicht sagen, das ist immer das Problem, weil ich ja hier keine Heilungssage machen darf, von all den körperlichen Situationen, die sich verändern, da bitte die Feedbacks auf unserer Webseite angucken, das ist dann der bessere Weg, weil sonst kriege ich hier, wie gesagt, Ärger. Ich bin ja kein Arzt und kein Therapeut, sondern im geistheilerischen Bereich tätig. Wenn dann plötzlich auf einer körperlichen Ebene etwas entklottet, entkoppelt und dann die Organe, die Struktur wieder beginnt zu arbeiten, weil vorher einfach zu viel Stress in der Struktur war. Wenn da wieder Licht reinkommt, wenn wieder richtig Energie reinkommt, dann passiert ganz viel. Und das ist einfach mega schön, was wir erfahren. Wir bekommen jeden Tag viele, viele, viele Mails über Informationen, was eben im Außen passiert. Also wir haben auf Proven Expert, glaube ich, ja, 1200 Feedbacks allein in diesem Bereich drin, was eben alles. Achso, und da dürfen das die Leute schon schreiben. Dann ja, wenn es jemand anders schreibt, der darf das. Naja, richtig. Wenn ich sage, ich darf nicht. Ja, ne, aber wenn ein Arzt, der darf dann wiederum, ne? Der darf. Weil er ja Teil des Systems ist, ne, mit dem auch sehr viel Geld verdient wird. Ne, das ist auch sehr interessant. Ah, es gibt ganz tolle Ärzte, also wir dürfen das bitte nicht absprechen. Also wir haben ja selber bei uns ganz liebe Freunde und Therapeuten, Ärzte, mit denen wir arbeiten, die großartig sind. Und dann gibt es natürlich wieder den einen oder anderen, der dem System, ja, der entsprechendes System nutzt, um zu arbeiten, was aber nicht unbedingt immer lösungsorientiert ist. So, jetzt habe ich das ganz liebevoll gesagt. Super. Du hast vorhin von dem Thema Emotionen gesprochen, also dass die Emotionen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, ne, was traumatisch ist, dass diese Emotion in bestimmten Körperteilen gespeichert ist und dann da zum Beispiel zu Blockaden führt. Kannst du nochmal erklären, wie das genau vor sich geht? Naja, wenn wir jetzt mal den Körper auf einer physischen Ebene betrachten, dann haben wir ja im Prinzip einen Atomkern und einen Elektron auf seiner Umlaufbahn. Das ist das, was das physische Atom ausmacht. Und wenn wir das physische Atom betrachten, dann hat das Elektron auf seiner Umlaufbahn eine bestimmte Geschwindigkeit. Weil wenn wir den Atomkern vergrößern und den auf die Größe einer Erbse machen, dann ist das Elektron so um die 2,5 Kilometer weg. Dazwischen ist nichts. Das Vakuum, da ist gar nichts. Und trotzdem, obwohl da nichts ist, kann ich hier trotzdem die ganze Zeit mich spüren und berühren. Weil das Ding so schnell ist, dass es immer da ist. Also es scheint, es gibt eine feste Oberfläche, ist aber nicht, weil das Elektron ist halt immer zu dem Zeitpunkt da. Mit 9/10 der Lichtgeschwindigkeit ist es auf seiner Umlaufbahn. Sorry für den physischen Exkurs, aber es ist wichtig, dass wir es beachten. Jetzt kann eine Frequenz, eine Schwingung dafür sorgen, dass die Stabilität des Elektrons auf seiner Umlaufbahn instabil wird. Dem eben weniger Licht da ist. Stabilisation des Elektrons geschieht durch Licht und Energie, elektromagnetische Wellen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Empfindung oder auch ein Impact, also wirklich etwas, was einwirkt, sorgt dafür, dass sich etwas verändert. So haben wir jeden Tag mit unseren Gedanken größten Einfluss auf unseren Körper, weil das ein elektromagnetischer Impuls. Das ist der Bereich. So, jetzt habe ich eine Emotion, die hat eine bestimmte Frequenz und Schwingung. Dann wirkt das auf den Elektronenspin ein und das hat natürlich größten Einfluss auf unsere körperliche Stabilität. Nicht jedes Atom ist von der Schwingung gleich, jedes sind ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist ja ein Atom, das Niere bildet, das andere bildet Leber, Galle, Herz, Muskulatur, Knochen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie die Frequenzen sind, verbindet sich eine Emotion und klottet eben hierzu und sorgt dafür, dass eine Instabilität geschieht. Wenn wir jetzt Ton und Schwingung nehmen, einfach mal
Wir können gerade mal ein bisschen was machen, gerade mal hier die Schultern spüren und lass uns einfach mal hier den Stress von den Schultern wegnehmen, dann spüren wir das relativ schnell. Also wenn du jetzt auch zu Hause bist, dann spür einfach mal deine Schultern, wie viel Kraft du da drin hast, wie du dich strecken kannst, ob da Spannung drin ist. Hier tragen wir gern die Bürden der anderen, der Kinder, der Mutter, des Vaters und so weiter und so fort. Wir lasten uns viel auf die Kollegen und das kann sehr anstrengend werden. Und dann nehmen wir das jetzt einfach mal runter, indem wir da eine Frequenz nutzen, um die Schultern zu erleichtern. Das kann so weit gehen, dass auch strukturelle Probleme, die gerade einen Zustand des Missbefindens auslösen, plötzlich verschwinden. Und das machen wir halt einfach mal mit Stimme und Ton. Okay, und mal probieren. Ide karantana samarui lil shaire tans terecha. Uire shanai. Nochmal, das ist besser. Spür mal. Und auch der Kiefer lockert sich, weil das hängt alles miteinander zusammen. Nur so schnell geht das, wenn man sich darauf einlässt. Also gerne merken, abspeichern und das jetzt behaltet. Wenn mal da Probleme sind, kann man das relativ schnell lösen. Und es hört sich ja tatsächlich arabisch an, ne? Finde ich. Es hört sich tatsächlich arabisch an. Ja, manchmal arabisch, manchmal japanisch, manchmal indianisch. Also da kommen wirklich interessante Töne raus, wenn man sich wirklich darauf einlässt, weil ich kontrolliere nicht mehr. Manchmal hört es sich an wie ein Flamenco, was dann einfach passiert. Also das ist super, super spannend. Und ich wurde dann oft gefragt, ja, channelst du andere Wesen durch? Das empfinde ich so nicht, habe ich noch nie so empfunden. Sondern gehe einfach in meinen Ursprung rein, in meine Erfahrung rein. Und wenn man inkarnativ arbeitet eben auch, dann hat man halt die ein oder andere Erfahrung schon gemacht, an die kann man wieder andocken. Und hast du es schon mal erlebt, dass Menschen, also wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die sehr stark vom Materialismus geprägt ist. Hast du schon mal erlebt, dass Menschen dich belächelt haben oder sich da einfach das abgetan haben? Also, weil das ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne? Ja, natürlich. Ist ja auch okay. Das ist ihr Glaubenssystem, das habe ich nicht zu bewerten. Wir haben, wie gesagt, über die Jahre hinweg, ich weiß nicht, seit 2016 haben wir 100.000, also wir haben es mal so durchgezählt, ich glaube 1,2 Millionen Menschen erreicht mit dieser, und den Großteil, also wir wissen, dass wir ca. über 90% der Menschen erreicht haben, die sich dafür interessiert haben, haben es einfach mal so statistisch festgehalten haben, auch was für Feedbacks da waren. Und das war eine wunderschöne Art, einfach mal zu sehen, ah, guck mal, diese Wertigkeit hat deine Arbeit oder das ist das auch, was dadurch passiert. Das ist dann wieder so eine eigene Evaluation oder Eigeneinschätzung, die damit zusammenhängt. Aber wenn du, ich habe früher One-to-One gemacht, Einzelarbeit, bis 2017 und habe auch hier mit Zehntausenden von Menschen gearbeitet. Und wenn du so viele Ergebnisse siehst, dann ist dir das egal, ob jemand es belächelt. Es ist nicht mehr wichtig.
Weil da ist der Mensch, der sagt, ja, du bist jemand, der mir helfen kann. Und da ist der andere, der sagt, nee, du bist nicht der Richtige für mich. Ich gehe woanders hin. Und das ist okay. Ich will ja nicht, bin ja keine eierlegende Wollmilchsau, die den Anspruch hat, jeden glücklich zu machen. Das ist irgendwann vorbei. Das hätte man mal mit 25 gerne gemacht. 55. Und das ist auch ein Unterschied. Also die Illusion ist vorbei. Und wie können jetzt Menschen, die sag ich mal, eine negative Emotion in bestimmten Körperteilen gespeichert haben, wie jetzt zum Beispiel Traurigkeit in den Nieren, wie können sie das lösen, jetzt ohne dass sie unbedingt dann zu dir gehen müssen? Hast du dann einen Tipp? Grundsätzlich, ja, also einfach sich damit zu beginnen, dass man sagt, okay, ich bin mir überhaupt mal bewusst, dass meine Emotionen, meine Gefühle, meine Glaubenssätze, meine Programmierung, meine Konditionierung Einfluss auf mich haben. Also erstmal diese Öffnung zu haben, ja, ich bin ein Geistwesen, das Einfluss auf diese Materie hat. Das ist der erste Punkt, den darf ich verstehen. Und der zweite Punkt ist, ich bin es mir wert, Heilung zu erfahren. Also erstmal diese Offenheit und dann der zweite Punkt, und der ist mega, mega, mega wichtig, weil das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn es Menschen über einen längeren Zeitraum nicht gut ging, über 80% diese Programmierung hatten, es darf mir nicht gut gehen, ich darf nicht gesund sein. Und das liegt zum Teil an unseren Glaubenssystemen, ganz stark auch kirchlich verhaftet, dieses Sündersein und so weiter. Das eben sagt, ja, vor Gott, vor dem Universum, vor der Schöpfung bist du nichts. Und du darfst Buße tun. Also es ist wirklich oberkrass, was hier passiert, oder eben auch im Buddhismus, Leben ist Leiden. Da merkt man schon, wie schwer das ist, wenn ich in dieses Thema reingehe, da wird gleich die Energie hier dicht. Und da muss man sich halt fragen, okay, Freunde, ist es das wirklich oder ist es nur eine Programmierung, die dich schön klein hält? Vor dich, vor deiner eigenen Großartigkeit weghält, sodass du erkennst, ja, du bist ein absolutes Schöpferwesen. Und wenn du dem zustimmst und dir auch zustimmst, dass du sagst, ja, okay, ich bin bereit, mich auf meinen Weg zu machen, in meine Heilheit, in meine Vollständigkeit, in mein Ganzsein, in meine Liebe, dann beginnt eh schon ganz viel zu rollen. Und ich öffne mich dem, was ich brauche, dass es zu mir kommt, in dem Moment, da ich es verstehe. Und oft sind wir zwar in der Bitte, aber wir schnallen nicht, dass die Lösung gerade vor uns steht. Einfach immer mehr sich öffnet und vor allem auch die alten Identitäten ablegt, die mit dem Schmerz und mit der Unzufriedenheit, mit dem Unglück, was auch immer wie wir es nennen, zusammenhängt und sagt, okay, ich gebe diese alte Identität hin, vor Gott, vor der Schöpfung, vor wem auch immer, wie du es nennst, vor der Intelligenz, die hier diesen Kohlenstoff ja irgendwo informiert hat. Das ist ja schon verrückt, das meiste ist Kohlenstoff. Und wir haben diese Form angenommen, dass ich jetzt mit meiner Intelligenz, du mit deiner Intelligenz zu Hause und Matthias mit seiner Intelligenz hier sitzen kann. In dieser Form, in dieser wunderschönen Form, schaut euch den Mann an und schau dich selbst an, was du für ein wunderschönes Wesen bist, mit welcher Kraft und Energie. Aber es wird dir nicht klar gemacht, weil einfach nur die ganze Zeit eine Kritik in der Gesellschaft stattfindet oder eben auch durch das Aufbringen. Und das sind die ersten Punkte und dann finden sich die Lösungen eh von alleine. Und Das dann ist ja kannst auch oft du alles tun. Sorry. so, dass die Menschen sich mit ihrer Geschichte, die sie mal in der Vergangenheit erlebt haben, identifizieren und sich auch über diese Geschichte definieren und auch immer wieder davon erzählen, ne? Ich habe Leute kennengelernt, die haben zum Beispiel immer wieder erzählt, also wenn sie irgendwo Konversationen begonnen haben, ich bin ein Missbrauchsopfer. Ne? Also das heißt, das war zum Beispiel so ein Thema, was halt immer wieder aufgewärmt wurde. Und dadurch wird es natürlich auch verstärkt. Ne? Unbedingt, ne? Ich bin ein Missbrauchsopfer, ich bin ein Alkoholiker, ich bin ein Drogensüchtiger. Vielleicht sollte man mal beginnen, damit zu arbeiten. Okay, die haben sehr viel Erfolg mit den AAA. Das ist super, was die machen, weil eine Kontrolle durch die Gruppe stattfindet und gleichzeitig ein gegenseitiges Helfen. Und doch ist es, meines Erachtens, wäre es einfacher zu lösen, wenn man eben an die Emotionen direkt rangehen würde.
und sagen würde, okay, ich löse das ab, was mich aus der Realität hat herausgehen lassen. Flucht in Alkohol, Drogen oder sonstiges, in Süßigkeiten, entsprechende Sexualität, Pornografie oder sonstiges, wo auch immer die ganze Geschichte hingeht, ist ja oft eine Ablenkung aus dem Alltag heraus. Sag ich, bin mit dem Leben auf eine bestimmte Art und Weise nicht einverstanden. Entweder ich lull mich weg oder ich lenke mich ab, damit ich mich lebendig fühle. Also was auch immer da eine Rolle dann spielt. Und da wird es halt interessant in dem Augenblick, da ich beginne, mich durchzuerden und zu sagen, okay, ich nehme Kontakt mit meinem Körper auf, mit meinem Bewusstsein, also auch dem Verstand, und ich nehme Kontakt mit meiner Seele auf, Körper, Geist und Seele. Und drittel das. Und in dem Augenblick, wo ich diese vollkommene Drittelung erreiche, hat jeder Teil meines Seins so viel Aufmerksamkeit, dass ich komplett serene bin, also komplett im Gleichmut und komplett in mir ruhe und dadurch mich nichts mehr erschüttert, weil ich von innen bewertungsfrei beobachten kann und aus dieser Perspektive entscheiden kann, wo geht mein Leben hin. Ich entscheide dann nicht mehr die Umstände, nicht mehr die Emotionen, nicht mehr der Glaubenssatz, sondern nur noch ich, weil ich zitiere Eckhart Tolle, ich bin nicht die Stimme in meinem Kopf, sondern ich bin derjenige, der die Stimme hört. Also diese Erkenntnis, die Eckhart Tolle damals ins Leben gebracht hat, über seine zwei Bücher, also wirklich mit der Welt geteilt hat, über jetzt die Kraft der Gegenwart oder auch eine neue Erde, schwer empfehlenswert, ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wirklich verstehen, dass wir entscheiden, was hier drin passiert. Was wir interpretieren und dokumentieren, weil du sagst es ja gerade, ich wiederhole, ich bin ein Missbrauchsopfer. Also habe ich das dokumentiert, ich habe das festgeschrieben, das ist das, was ich bin, ich definiere mich dadurch. Und gleichzeitig bringe ich mich in eine Form hinein, die mir erlaubt, in meinem Leiden verstärkt hier zu sein. Anstatt dass ich einmal die Möglichkeit erkenne und sage, ja, ich bin das, was ich sein will, jeden Moment. Vorsicht vor multipler Persönlichkeit. passiert. Aber letzten Endes ist es so, wir definieren uns jede Sekunde unseres Lebens. Die Frage ist, dient es uns zu unserem höchsten Gut oder dient es uns im Schmerz? Ja, ja. Naja, und wenn, auch wenn wir jetzt irgendwelche Erlebnisse hatten, die 20 Jahre her sind, wir sind ja nicht mehr dieses Wesen oder diese Person, die vor 20 Jahren irgendetwas komplett anderes gedacht, gelebt und gefühlt hat. Also warum, also mir, ne, ich, bei mir ist das so, wenn ich manchmal an so vergangene Erlebnisse denke, dann sehe ich, ja, da war damals diese Person, die damals ganz anders war, als ich mich heute empfinde. Die hat bestimmte Erfahrungen gemacht, die hat bestimmte Fehler gemacht. Und es war auch völlig okay, aber ich identifiziere mich nicht mehr mit dieser Person in der Vergangenheit, weil das ist nicht mehr meine Realität. Sehr gut, wenn du das so siehst, Matthias. Das ist wirklich wunderschön, was du gerade sagst. Jemand anders lebt aber den Schmerz, den er vor 50 Jahren erlebt hat als Kind, vielleicht weil er missbraucht wurde oder weil es Schläge gab oder sonstige, weil ein negatives Erlebnis da war, das vielleicht eine Stunde gedauert hat, lebt diesen Schmerz jeden Tag 2 Stunden in seinem Bewusstsein wieder. Mhm. Dann rechnen wir mal hin, 50 Jahre, 365 Tage im Jahr, mal 2. Es ist mächtig viel Zeit. Ja. Hält damit im Prinzip den Schmerz aufrecht. Mhm. Der Schmerz wird dann auch nicht mehr verursacht von demjenigen, der verursacht hat oder dem Impact, der passiert ist, sondern von dem Einzelnen selbst. Ja. Und im Platz gehalten, um eine bestimmte Identität zu begründen und auch gleichzeitig zu sagen, ja, so schlimm ist das Leben. Mhm. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn es um Missbrauchsthemen geht. Aber es ist ganz wichtig, dass man das beginnt zu begreifen. Und hier geht es zum Beispiel zum ersten Mal dahin, dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehme. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich einen Shitstorm lostrete, wenn ich das jetzt sage, in diesem Interview. Weil ich einfach die Verantwortung übernehme und sage, ja, ich habe mich in dieses Leben hineingebracht. Es ist meine Inkarnation in dieser Form jetzt gerade. Und wenn du mal eine außerkörperliche Erfahrung hattest oder mehrere und dich bewusst mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass dein Körper jetzt gerade eine zeitliche Heimstatt für deine Seele ist. Und dass du ansonsten noch an anderen Plätzen unterwegs bist, wenn es die mal wieder abgelegt wird, diese Heimstatt.
oder schon unterwegs warst seit dem Anbeginn der Zeit. Du hast bewusst gewählt, in diese Erfahrung gehe ich hinein. In diese Zeit gehe ich hinein mit den Begegnungen, die ich hier gerade hochhole. Auch wenn du sagst, Mensch, als Kind habe ich doch als zweijähriges Kind oder fünfjähriges Kind habe ich doch sowas nicht bewusst gewählt. Doch du bist bewusst in die Inkarnation hineingegangen. Und wenn du diese Verantwortung für dich übernimmst, dann merkst du, du kannst verändern. Mhm. Wenn du sie abgibst an jemand anders, dann hast du keine Veränderungsmöglichkeit. Dann bleibt der Schmerz bis ans Ende deiner Tage bestehen und da ist kein Nutzen drin. Das dient dir nicht. Mhm. Also gehen wir zuerst mal in die Selbstvergebung. Das ist das Allerwichtigste, was du da tun darfst. Mhm. Gut zu sein, ich begrüße meine Inkarnation. Ich lerne, das ist das, was die Seele tut, die ganze Zeit. Und dann gehe ich in die Selbstvergebung, in die Vergebung der Täter, in die Vergebung der Zeugen, in die Vergebung meiner selbst, in denen ich gehandelt habe wie der Täter. Und plötzlich öffnet sich alles. Und ich wünsche jedem absolute Glückseligkeit. Jeder Form von Bewusstsein, jeglicher Form von Leben. Möge sie frei und glücklich sein. Und im Augenblick öffnen sich Strukturen in sich, wo du merkst, es ist nicht mehr notwendig, dass du den Schmerz hältst. Und du kannst viel tiefer in dein Leben gehen und wieder zurück zu dir finden und deine Kreativität, in dein Potenzial, in deine Liebe zum Leben. Auch dich wieder im Fall von Missbrauch oder sonstigem wieder auf das Leben einlassen, auf Partnerschaften einlassen, auf Sexualität einlassen und so weiter. Und das erleben wir, wie gesagt, mit unseren Teilnehmern täglich. Es ist einfach ein Traum, was da passiert. Auch wenn wir Fälle haben, die so traumatisiert waren, dass es unglaublich ist. Wunderschön. Ja, das ist eine wunderschöne Arbeit und sicherlich auch sehr, sehr erfüllend für dich, das zu tun. Ja, für mich ist es etwas, was mich natürlich irgendwo freut, aber diese Erfüllung für mich liegt im anderen, den anderen wieder atmen zu sehen, den anderen wieder glücklich zu sehen, auf der Straße, eventuell sogar in der Einzelarbeit ist mir das oft passiert, dass ich jemandem wieder begegnet bin, der vorher leer war, der in sich tot war, da war nichts mehr drin in diesem Körper. Das war bloß noch eine Hülle, die rumgelaufen ist, also wie ein Zombie. Und dann plötzlich begegnet dir auf der Straße das pure Leben, weil derjenige zurückgefunden hat. Das ist das Schönste, was du erleben kannst. Mhm. Und so bin ich und mein Team, also wir sind 7 Leute insgesamt, wir sind total glücklich, dass wir das machen dürfen. Und das tun wir so lange, wie es passt, wie es stimmt, wie wir es machen können. Mhm. Dann geht das Leben weiter. Ja, sehr, sehr schön. Hast du zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ich sage immer dasselbe. Ja, wer mich von einem Kongress her kennt oder eben auch aus einem Interview her kennt, wenn du merkst, du bist wieder an einem Punkt angekommen, wo es nicht geht, wo du an dir selbst verzweifelst, weil du nicht gut bist mit dir gerade, weil es gerade nicht so läuft, dann sei einfach gut mit dir. Sei gut mit dem, dass du gerade vielleicht versagt hast oder dass es so ist. Das kannst du akzeptieren, wenn du möchtest. Und dann frag dich mal, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Um dich wieder in den Körper zurückzuholen. Geh auf die körperliche Ebene und schau, was machst du gerade? Ich sitze gerade hier auf dem Stuhl. Da ist der Stuhl. Dem Sessel. Und ich kann mich spüren auf dem Sessel. Und ich lasse mich tiefer darauf ein, auf meinem Popo, auf Spüren mit dem Popo gegen den Sessel und die Beine am Boden und die Bewegung, die ich mache und alles. Ich lasse mich einfach darauf ein, dann gehe ich aus dem Verstand heraus. Und wie fühlt es sich an, dann wieder hier zu sein? Ich persönlich habe das Interview jetzt gerade wirklich genossen, bisher. und es war schön bis jetzt und das ist wichtig. Und so bin ich gerne hier. Wenn du nicht gerne da bist, dann frag dich, was braucht es jetzt, dass es dir gut geht? Was brauchst du jetzt, dass es dir gut geht? Und guck, dass du es erfüllen kannst. Du bist niemandem verpflichtet, nur dir selbst. Und dann kannst du anderen Menschen helfen, deinen Kindern helfen, deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Eltern, wem auch immer. Aber guck zu, dass es dir gut geht. Weil dann fällt alles leichter. Und
ja, leiden ist nicht notwendig. Es ist wirklich das notwendig, dass wir verstehen, dass wir in einer tiefen Liebe zu uns selbst und zum Leben ankommen dürfen. Und dann tu das, was du brauchst. Das ist meine Bitte, weil wenn das alle machen würden auf eine natürliche Art und Weise, dann hätten wir totale Ruhe und totalen Frieden. Nur unser Verstand bringt uns immer weg von uns selber. Also bitte, geh zurück in dein Herz. Das ist meine Bitte. Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein Gespräch wie eine Meditation. Ja, danke für dein Sein. Danke dafür, dass du deine Energie und dein Wissen mit uns geteilt hast auf so eine schöne Art und Weise. Ihr Lieben, ich freue mich sehr über euer Feedback. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr erlebt habt in diesem Video, in diesem Beitrag. Und ja, teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat. Und teilt auch gerne ja, die Info darüber, dass man hier diesen Kanal abonnieren kann, um noch mehr tolle Beiträge regelmäßig zu bekommen. Und jetzt ja, alles, alles Liebe für euch. Vielen Dank, lieber Andreas. Und bis ganz bald. Ciao. Alles Ciao. Liebe. Dankeschön. Alles Liebe. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.